Ein voller Erfolg war der erste Halterner Gesundheitstag im Alten Rathaus. Die VHS Dülmen, Haltern am See, Havixbeck hatte zusammen mit Kooperationspartnern einen Informationsmarkt und Vorträge zum Thema Wir bekommen ein Baby organisiert. Also das Thema schwerpunktmäßig Gesundheit ist ja dann Schwangerschaft und Geburt. Das hat ja definitiv nichts mit Krankheit zu tun, sondern mit Gesundheit und ist halt sehr positiv besetzt und deswegen eben maßgeblich für diese erste Veranstaltung. Und wir haben im ganzen Alten Rathaus überall Informationsstände von der Hebammenpraxis über Therapie-Team mit Osteopathie bei Babys, über Thermomix, gesunde Ernährung, aber auch von unserer Volkshochschule das Programm. Und dann eben noch im Rahmenprogramm Vorträge von Ärzten aus dem St. Sixtus Hospital oder eben auch aus der Pränataldiagnostik und Kinderwunschzentrum in Dorsten. Ebenfalls mit im Boot das Halterner Sixtus Hospital. Geschäftsführer Andreas Hauke warb für die Geburtshilfeabteilung, die seit rund 50 Jahren besteht. Ich habe nicht ermittelt, wie viele Kinder in der Zeit hier im Krankenhaus geboren wurden. Ich weiß aber, dass einige tausend junge Familien das Krankenhaus voller Glück verlassen haben. Besonders die Vorträge und Demonstrationen mit dem Ultraschallgerät fanden Interesse bei den Besuchern, darunter viele Schwangere. Chefarzt Dr. Stefan Wilhelms präsentierte in seinem Vortrag die Möglichkeiten der modernen Ultraschalluntersuchung. Für Schwangere gab es die Möglichkeit, ein kostenfreies 3D-Ultraschallbild zu erhalten. Hebamme Claudia Müffler informierte über die moderne Geburtshilfe am Sixtus Hospital. Hebamme ist ganz vielfältig, beginnt zu Beginn der Schwangerschaft, geht über die Zeit der Geburt hin bis ins Ende des ersten Lebensjahres, sodass wir in der Schwangerschaft Hilfestellungen leisten können mit Kursen, mit Vorbereitungen unter der Geburt. Als Beleghebamme oder angestellte Hebammen, wir sind alle angestellte Hebammen, die Sixtus-Hebammen bis auf eine, die Beleghebamme ist gezielt. Und dann die Nachsorge zu Hause, wo man halt die Eltern zu Hause im häuslichen Bereich begleitet und guckt, dass da alles gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, bis die Eltern abgestillt haben und das Kind vom normalen Tisch mit ist. Fragen zu den Leistungen der Krankenkasse rund um die Schwangerschaft beantwortete die AOK. Die AOK Nordwest im Speziellen hat seit einigen Jahren schon viele Leistungen, die außerhalb des gesetzlichen Rahmens sind und die stellen wir hier auch vor. Ob Babyschale oder passender Kindersitz, Rolf Beukel vom ADAC beantwortete Fragen zu den vom ADAC empfohlenen Sitzen für Babys und Kleinkinder. Es geht erst um die Babyschale, nicht, dass also da die richtige Babyschale gewählt wird, nach den Kriterien, die der Test des ADAC ergeben hat. Danach dann, wie lange man in der Babyschale bleiben darf mit dem Kind. Und danach kommen die an folgenden Sitze, die also dem Alter und der Größe entsprechend dann verwandt werden müssen. Die Organisatoren waren mit der Resonanz des Gesundheitstages sehr zufrieden. Beim nächsten Mal wollen sie für den Gesundheitstag ein anderes Thema wählen.